Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life und wir sind hier im Kran und füllen unser Autochen, das hier unten steht, unseren süßen kleinen Strandbuggy, den wir jetzt hier nach oben holen. Dafür spielen wir das Kranspiel. Wir haben aber den Vorteil, dass wir einen Schatten am Boden haben, der uns sagt, ich muss das Ding hochfahren, um näher an den Kran ranzukommen. Etwa so. Bum, bum, bum ist der Untertitel. Und jetzt können wir. Das war ja die linke Maustaste gewesen. Naja. Jetzt können wir mit der linken Maustaste den Buggy hochhalten. Hochheben, das. Wir können uns jetzt hier einmal drehen. Da bleibt der Buggy an der Straßenlaterne hängen. Aber der Kran hält. Wir können uns weiter drehen. Dann fahren wir ihn hier runter und lassen los. So. Und damit haben wir den. Ja, nein. Man muss hier scheinbar lediglich gegen die Leiter laufen und schon geht man rein. Und damit haben wir den Buggy hier oben und können mit ihm hier in die Garage fahren. So. Aber bevor wir mit dem Buggy in der Garage fahren, schauen wir doch nochmal nach, ob wir da selbst nicht nochmal etwas aufräumen können drin. Ja, können wir. Beziehungsweise, die sollten jetzt eigentlich auch gleich rauskommen, weil sie mich ja erschießen wollen. Zack. So. Und jetzt kann ich mit dem Buggy erst einmal hier hinein. In die Garage. So. Und dann macht hier ein Hebel hoffentlich dieses andere Tor auf, sodass wir weiter können. Noch eben die Supplies checken. So. Klack. Und richtig, das Tor geht auf. Gucken, ob hier Gegner kommen. Das wäre etwas ärgerlich. So. Einmal speichern. Dann können wir mit dem Buggy auch schon hier hoch. Der macht uns jetzt nichts mehr aus. Okay, das hier war ein Dead End. Ich wollte den hier aber doch mitnehmen. So. Jetzt hängt unser Buggy fest. Da schauen wir nochmal, ob wir aussteigen können. Und den Buggy etwas wegschubsen. So, typischerweise hilft das. Einsteigen. Und schon können wir weiterfahren. Und jetzt mit Vollkaracho durch die Fensterscheibe auf die Straße. Yeah. Ja. So. Da hat der Motor scheinbar was abbekommen. Da müssen wir mal gucken. Hier kommt auf jeden Fall ein Hubschrauber. Mal den Motor aufmachen so. Und jetzt. Die können den Buggy zurückschießen und das tun wir auch. Ja, nur hat man jetzt den. Ach, so weit oben können wir nicht schießen. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach weg. So. Dann kann der uns mal. Und wir haben es geschafft, glorreich dran vorbeizuspringen. So, der Grund, warum wir verloren haben, ist. Wir haben missionskritische Ressourcen nicht schützen können. Das ist die wörtliche Besetzung für den Wasserstand. Also sprich, wir haben den Buggy verloren und den brauchen wir, um weiterzukommen. Also haben wir das Spiel verloren, weil wir einfach es nicht mehr gewinnen konnten. So, jetzt aber Vollgas. Und
rüber. So. Ich 100 gerade nur eins. Dass ich die nicht abballern kann. Nee, scheinbar geht das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, unter Beschuss gewesen zu sein, als ich... Ah, ich weiß warum. Das wäre dann die hier. Die hat abgeschossen. Genau. Zwei. Okay, hier haben wir keine Munition mehr, aber hier tatsächlich wurden wir doch an dieser Stelle abgeschossen. Nämlich Nummer drei. Nämlich ist hier die Nachladegeschichte. So, jetzt schießen wir noch ein paar Autos mal über hier die Klippe. Was können. Außerdem brauchen wir Platz, um mit dem Buggy durchzukommen. Und tschüss. So, und den auch noch zur Seite. Den können wir nicht wegschießen, weil da ist die Munitionskiste drin, die wir hier brauchen. So, wie man sieht, hat uns selbst der Schuss, das hat jetzt nicht viel ausgemacht, obwohl ich den lange ignoriert habe. Und weiter geht's. In den Tunnel mit Volker Racho. Auch eine schöne Stelle zum Laden im Tunnel. Das Problem ist, wenn man... Dadurch, dass ein Spielstand gespeichert wurde, wenn man den Spielstand lädt, kommt man direkt aus dem Tunnel raus. Manchmal ist das Ganze eben so blöd angelegt. So, hier ist, das ist der Ball von, wir erinnern uns, der gleiche Ball, den auch unser Freund Dog schon hatte. Und wenn wir den ins Wasser schmeißen, dann explodiert der. Sehr schön. So können wir, so werden wir die los. So, nochmal hier den Motor öffnen, um ohne die Munition da drin zu kommen. Die gehen nämlich sonst her, hängen sich an uns und machen uns Schaden. Und das wollen wir nicht. Also jagen wir sie einfach hoch. So, hier mache ich jetzt mal ein bisschen Platz auf der Straße. So. Dann können wir weiterfahren. So eine Kanone wünscht sich wahrscheinlich jeder Autofahrer, um einfach mal die Straße frei zu räumen, wenn wieder jemand von ihm... Das ist der Knopf. Das passiert dann. Die laden sich hier auf und... So. Und wollen sich an uns haften. Sind wir kommen ein Soldat am Berg. Ah, falsche Wumme. So. Die normale Wumme, die wir haben, hat leider das Problem, dass sie zu schwach ist. So, gleich treff einmal. Und der kommt jetzt auch gleich. Da kommt er die Tür rein. Und er muss sich natürlich hier voll in unser Schussfeld geben, um die Treppe hochzugehen. Da
daher stehen wir hier natürlich sehr gut da. Wenn wir nicht gerade nachladen in dem Moment, wo einer kommt. Das sieht doch gut aus. So, jetzt nochmal. Hier ist nichts, hier sind alle weg. Schauen wir mal hier weiter. So, da unten. Die Zeitung lesen? Nee. Wir können sie zwar sehen, aber nicht lesen. Das Haus ist auch ziemlich runtergekommen hier. Ah, da ist noch was. Schau mal da. Batterien und mehr Batterien und Heiltränke. Sehr schön. So. Und damit können wir jetzt hier wieder dran vorbei und weiterfahren. Und vielleicht nochmal hier in die Scheune schauen, ob da nicht noch was ist. Ah, Munition, die wir nicht gebrauchen können. Nö. So. Speichern und weiter geht's, wie gesagt. Da können wir einfach dran vorbei. Straßensperre interessiert uns nicht. Moment. Da kommen wir nicht durch mit dem Auto. Jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle gekommen. Hier ist ein Kraftfeld. Das überspannt die Straße. Wir können zwar jetzt dran vorbei, aber unser Auto nicht. So, das ist der erste. Wir müssen hier also die Stromquelle finden und ausschalten. Was natürlich vor allem auch heißt, wir müssen die Bewachung der Stromquellen ausschalten. Zum Beispiel so, da ist noch einer. Ah, das war daneben. Entfernung ist die Hilfe doch besser. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch ein bisschen Munition, die wir nicht gebrauchen können. So. Die können wir hier gebrauchen. Da ist nichts. Hier ist bestimmt noch einer drin, wobei ich jetzt keine Funksprüche höre. Nö, aber ein Klo. Das können wir übrigens auch. Oh, ich glaube, das ging früher mal, dass man die Klos aus der, oder es ging in der Technik-Demo, die Gravity Gun und damit die Physik Engine gezeigt hat, dass man die Klos aus der Wand reißen konnte. Und dann ist eine Fontäne Wasser übrig geblieben. Nun ja, wir haben hier keine sonderlich schwere Aufgabe. Wir ziehen einfach die Bremsklötze weg und dann rollt der Panzer weg. Und das Kabel wird gekappt. Klapp, Kabel gekappt, Kraftfeld weg. Ganz einfach. Ach ja, und der Panzer explodiert, sobald er mit Wasser in Berührung kommt. Ich weiß nicht, was das für eine komische Technologie ist, dass das Zeug explodiert, sobald es mit Wasser in Berührung kommt, aber gut. Das machen wir uns einfach dreist zunutze. So, und weiter geht's. Speichern können wir nochmal. Stelle beladen wird. Wir fahren wieder in einen Tunnel. Diesmal wird in der Kurve geladen, auch sehr schön mit voller Geschwindigkeit nach dem Laden eines Spielstandes. Also wie gesagt, dieses Loading heißt ja auch, er speichert ein Autosave. Und wenn wir den laden,
dann landen wir in der Kurve des Tunnels bei voller Geschwindigkeit. So, natürlich will ich hier gucken, was hier ist. Das war alles natürlich mit Absicht getimt. So, da ist nichts, da ist ein Gegner. Schauen wir mal, was in dem Dörfchen ist. Ich bin mir sicher, wir müssen da links hoch, aber ich schaue uns erstmal, was hier für Gegner im Dörfchen sind. Denn hier ist eine Kiste mit Munition für den Raketenwerfer. Also sollten wir hier einen Kampf gegen einen Hubschrauber bestreiten. Nehme ich mal an. So, ich nehme auch direkt mal hier die Munition raus. Die war noch voll. Darauf sollte man nie... stöhnen. Stöhnen ist nicht gut. Das heißt, hier ist noch jemand am Leben. Entweder ein Zombie. Okay, hier müssen wir uns irgendwas hinschieben. Kein Problem. Wir schnappen uns einen Tisch oder sowas. Stellen ihn hier so hin. So. Und dann können wir darauf und dahin. So. Schauen wir mal, es wäre ja sinnlos, wenn die sich hier postiert hätten. Oh. Oh nein. Das war jetzt natürlich mies, dass ich mich selbst geschadet habe, aber man sieht, wie viel Angst ich vor diesen Viechern habe. Dieses Stöhnen war also ein Gift-Zombie. Da ist auch noch ein Gift. Headcrab, die ja aus dem Gifte-Zombie rausfallen, wenn er stirbt, nicht nur wenn sie ja quasi schlüpfen, könnte man fast schon sagen. So, wie gesagt, ich nehme jetzt an, dass wir hier einen Kampf gegen den Hubschrauber führen müssen. Schließlich ist hier die Munition dafür. Ist noch einer. Wissen, da ist noch einer von denen. Da ist er. Du bist kein großes Problem. So. Ja, das Problem ist, hier oben können wir nicht durch. Hier ist auch wieder ein Kraftfeld. Und tatsächlich... wenn ich mich nicht irre, ist das die Stelle, wo wir jetzt erstmal für eine Weile unseren Wagen stehen lassen müssen. So, den habe ich besiegt. Ist hier speichern, ist das sonst noch wer? Na, sieht nicht so aus. Und jetzt geht es hier hin. So, der... ich glaube, der Hubschrauber kam auf dem Rückweg, nicht jetzt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, lassen wir ihn mal laden. Und jetzt müssen wir also hier
unten an der Brücke entlang. Weil oben ist ja das Kraftfeld, da kommen wir nicht durch. Und müssen uns hier entlang hangeln. Das heißt, ich werde hier öfter mal speichern. So, wie gesagt, ich glaube, die Gegner und der Hubschrauber kommen erst, wenn wir auf dem Rückweg sind. So, im ersten Schritt ist hier die Möglichkeit, dass wir hier hochhüpfen. Das ist noch kein großes Problem. So. Und da sieht man jetzt hier schon, der Zug fährt. Hier fährt regelmäßig ein Zug drüber. Das sorgt dafür, dass hier alles wackelt. So, und hier sieht man jetzt auch schon, hier gibt es keinen direkten Weg mehr. Und das heißt, wir müssen jetzt hier über diese Querstreben hier. So. Und dann können wir von hier auf diese Plattform drauf. So. Das ist die Hälfte. Jetzt können wir, nachdem wir nochmal gespeichert haben, die Leiter nach oben nehmen. Hier sieht man auch schon, hier ist auch wieder Munition, um den Hubschrauber abzuwehren. Also das ist ein ziemliches Ding. Und natürlich sind die Kombat-Soldaten auch nicht weit. Ach, wisst ihr was? Ich habe die Streuung von dem Ding satt. So, schon besser. So, nach oben. Muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier auf dem Ding lande und entsprechend hochgehe. So. Bis wir hier beim nächsten Häuschen gelandet sind. Ja, ja, treff mich ruhig. Heilung liegt dir direkt hier. So. Einmal speichern. Rüberrennen, bevor das Ding zusammenkracht. Und schon können wir wieder runter. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Ah, so sieht das hier von unten aus. So, selbstverständlich wollen die uns nicht das Kraftfeld zerstören lassen. Die wissen ja genau, dass wir hier lang müssen, weil sie das Kraftfeld gelegt haben. Das ist ja unsere einzige Möglichkeit, hier überhaupt durchzukommen. Also warten die ja schon auf uns. So. Na, jetzt hänge ich hier fest. Ist natürlich super. Festzuhängen, während man beschossen wird, ist immer toll. Und nachladen, während man beschossen wird, ist genauso toll. Naja, egal. Wir haben hier ein Medkit. Und wir wissen auch, wir haben noch 3 Raketen für den Hubschrauber, der jetzt, wie gesagt, auf dem Rückweg auf uns wartet. So, jetzt kommen wir hier nicht hin, aber kein Problem. Wir haben ja den Nullpunktfeldmanipulator. Das Problem ist, das ist der Trigger, dass der Hubschrauber kommt. Schnell nochmal nachladen. Speichern. Denn gleich geht's los. So. Abgesehen davon, dass jetzt auch noch auf dem Rückweg auch nochmal Soldaten kommen sollten, wenn ich mich nicht irre. Kommt hier auch direkt ein freundlicher Schropp. So. Ich warte nur auf das Geräusch des Luftquirls. So, da gibt's
hoch, das wäre hier ist auch Heilung. Und man sieht hier, kommt man nicht durch. So. Also müssen wir den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind, über diese möglichst nicht so. Das war auch nicht richtig. Kein Problem. Alle guten Dinge sind drei. So. Tja, Gordon Freeman. Das hat Dr. Breen schon gesagt. Ich bin schon was Besonderes. Ich krieg das jetzt hier über diese Brücke zu laufen. So. So. Und hier dann. So. Sehr schön. Da gehen wir wieder hoch. Hoch, 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 hoch hier rein. Ich bin tatsächlich gerade ein wenig verwirrt. Ich bin mir sicher. Nun gut. Nun gut. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Und hier rum. So. Dann sind wir jetzt hier. Ja, hier sind überall die Raketen. Das ist ja ein eindeutiges Zeichen, dass hier ein Hubschrauber kommen wird. Ja, wir werden die Raketen nutzen müssen. So. Dann nochmal speichern. Hier irgendwie hin. So. Und einmal an die Leiter dran. So. Sehr, ehrlich gesagt, sehr verwirrend. Das kann nicht, wie gesagt, sein, dass der tatsächlich, wenn ich still bin, ist es einfach, weil die Geräusche sich so anhören, als wenn hier der Hubschrauber wäre. Dass der jetzt erst kommt im Dorf wieder. Was trotzdem sehr verwirrend wäre. So, er lädt wieder für eine halbe Ewigkeit und wir können hier zurück. Die beiden haben wir schon erledigt. Und das erinnert an Half-Life 1. Die entsprechend stehen in Half-Life 1. Ist natürlich viel, viel kürzer. Aber jetzt können wir auch mit ihm hier hoch. Das Einzige, was mich jetzt wundert, ist, wie stellen wir sicher, dass kein Zug kommt. Und ich glaube, das tun wir nicht. Moment. Nein, das war nicht die Lösung. Das sieht man hier. Das Ganze ist immer noch an. Okay. Das war nicht das, wo wir hin wollten. Gut. Vielleicht habe ich auf der anderen Seite was übersehen. Wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich. War da drüben noch mehr außer nur das? Habe ich da irgendwie was vergessen? Dass ich Energie ausgemacht hat? Hatte ich geladen? Also nochmal zurück. Mit der langen Ladezeit. Muss ich wohl was übersehen haben. Ja, so ist es in solchen Spielen halt. Dann nehmen wir halt immer noch mal die Batterie mit. So. Und hopp. Hinzu ist ja einiges kürzer. Ich spreche ja trotzdem immer wieder zwischen, weil ich eigentlich ziemlich gewohnt bin, dass ich tausendmal hier runterfalle. So, so. Und wie gesagt, hier wieder hoch, speichern. So.
Wasser. Dann schauen wir noch mal. Auf die andere Seite. So. Jetzt müssen wir hier außen rum. Das ist ja alles kein Problem. Hier waren wir schon, die sind alle schon ausgeschaltet. Können wir also hier hoch. So. Ah, hier sind noch Gegner. So. Wir haben etwas, oder ich habe etwas vergessen, eher gesagt. Wo ist er denn? Da oben. So. Wir müssen hier den Schalter noch umlegen. Wir haben nur das Graphit ausgemacht, dass wir hier überhaupt rein können. Und nicht den Strom gleichzeitig von den anderen Kraftfeldern ausgezogen. So, zack, Bridge Access Field inactive und damit haben wir jetzt hört man auch den Hubschrauber, von dem ich die ganze Zeit geredet habe und bei dem ich mich gewundert habe, dass er nicht da war. Und jetzt sind auch die Gegner da, die ich die ganze Zeit erwartet habe. Eigentlich sollten wir mit 3 Schuss genug Schuss haben, um den okay. Was war das? Das klang mir auch nach einem Treffer, ehrlich gesagt. Ja. 3 Treffer und er ist weg. Was war denn das erste, was da so explodiert ist? Nun gut. Und jetzt können wir die Dinger nachladen. Waren das vielleicht einfach 2? Oh. Okay, der hat ein gutes Stück von der Brücke mitgenommen. Nun gut. So, dann hier hin und da auf die Mittelplattform und von hier aus einmal, da kommt nämlich die Leiter nach oben. So, dann können wir hier unsere Munition nachladen. Leider haben wir immer nur 3 Raketen auf Tasche. So, gespeichert habe ich. Und jetzt fahren wir natürlich wieder durch. Ja. So. Und nach oben. Jetzt geht es wieder hier immer links und rechts abwechselnd. So. Bisschen Schaden genommen, das ist nicht schlimm, hier liegt überall Lebensenergie noch rum. Ist auch noch so ein Ding. So, wie gesagt, Lebensenergie liegt hier überall rum. So. Und jetzt können wir zurück und jetzt sollte das Ding aus sein. Und natürlich sind hier jetzt wieder mehr Gegner. Hier sind jetzt Sandlines noch. Wir warten einfach, bis einer von beiden gewinnt. So, und man sieht, so ein Zombie ist stärker als ein Sandline. Aber den Zombie können wir mit dieser Waffe ausschalten. Von daher tun wir das auch.
Die kommen jetzt hier, aus irgendeinem Grund kommen die jetzt hierher und kamen vorher nicht. Gut. Aber dafür schießen die auch auf die anderen Soldaten. Irgendwas hat die hergerufen. So. Zum Glück waren das nur 4. Außer ich kann nicht zählen und es waren 5. Dann waren es zum Glück nur 5. So. Und damit haben wir jetzt nur noch ein Denken, abgesehen von, dass hier wahrscheinlich noch ein Gas. Ein geheimes Waffenversteck ist. Mit einer Headcrab. Es scheint so, als wenn die. Als wenn meine Crowbar ziemlich gut gegen die schwarzen Headcrabs wäre. Interessant. Okay. Jetzt ist tatsächlich das Einzige, was uns noch passieren kann, dass der Zug kommt. Deswegen speichern wir mal und fahren mal los. Auf der Seite hier ist ja schon ein Zug. Schauen wir einfach mal. Wenn ja, dann... Und da hören wir das Zugsignal. Und der Zug kommt uns tatsächlich entgegen. Ja. Lade doch bitte einmal neu. Ich muss nach links ausweichen. Und hier runter. Und dann kann ich hier wieder hoch. So. Und warum bremse ich jetzt hier? Ganz einfach. Weil hiermit die heutige Folge zu Ende ist. Nächste Woche gucken wir also, wo uns die Straße weiterhin führt. Und ich sage für heute, ciao, miau.